Heute am frühen Nachmittag, kurz vor 13 Uhr, sollte in diesem Wohngebiet ein Haftbefehl, ein Vollstreckungshaftbefehl gegen einen 48-jährigen Mann vollzogen werden, da der Mann in der Vergangenheit durch Probleme im Zusammenspiel mit Behörden bekannt war. Sollte dieser Haftbefehl unter Zuhilfenahme von insgesamt 6 Polizeibeamten erfolgen. Der Mann wurde auf der Straße hinter mir von den Polizeibeamten angesprochen und ihm der Haftbefehl eröffnet. Dabei kam es letztendlich zu einer Widerstandshandlung des Mannes. Zunächst reagierten die Polizeibeamten mit dem Einsatz von Pfefferspray, was allerdings keine Wirkung zeigte. Der Mann zückte nach unseren Erkenntnissen dann ein Messer und ging mit diesem Messer aktiv auf einen Polizeibeamten zu. Dieser folgte aus kurzer Distanz. Daraufhin reagierten die Polizeibeamten mit einer Schussabgabe. Der Mann wurde dabei in seinem Oberkörper getroffen und lebensgefährlich verletzt. Wie wir mittlerweile erfahren haben, ist der Mann nunmehr an seinen erlittenen Verletzungen verstorben. Weiteren Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Memmingen und dem LKA München geführt, wobei ich hier einschränkend sagen möchte, momentan sind wir noch im Bereich der Voruntersuchungen.